Um es nochmal zu sagen, künftig nützt es auch nichts, seine Geräte zu verschrotten, um überhaupt überleben zu können. Bezahlen müssen alle, die wohnen. Großzügig geht der Sklavenvertrag allerdings mit den Multimillionären um, für ihre 30-Zimmer-Villa zahlen sie genauso viel, nämlich 17,98 €, wie ein vollkommen verarmter Mensch für seine Einzimmer-Dachgeschosswohnung. Für Gutverdiener macht der Rundfunkbeitrag kaum 1 Promille ihres Medienbudgets aus, für Geringverdiener sind 17,98 € möglicherweise schon mehr, als sie sich überhaupt für Medien leisten können. Für selbst ausgesuchte Medien, wie etwa Bücher oder CDs, bleibt nichts mehr übrig. Geringverdiener sind die wahren Verlierer dieses, ich muss es nochmal sagen, Sklavenvertrages. Hier geht es zu den Zahlen. Wen vertreten unsere sogenannten Volksvertreter? Glühlampenverbot, E10-Zwang und Rundfunkbeitragspflicht. Der Staat hat uns voll im Griff. Wir Bürger werden immer mehr in die Zange genommen. 7 Fragen an den Fernseh- und Rundfunkrat. Oder, warum ich keine GEZ-Gebühren mehr bezahle. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Werner May und ich bin politischer Künstler. Bei der Recherche zu einem Buch über diesen Staat und seine Organe bin ich auf einige Widersprüche gestoßen. Als Vertreter der Medien, bitte ich Sie, folgende Fragen zu beantworten. Ich werde mir erlauben, Ihre Antworten auf meiner Internetseite zu veröffentlichen. Im Rundfunkstaatsvertrag, RStV, vom 31. August 1991, 1, steht im § 1 Anwendungsbereich, 1, dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk in Deutschland in einem dualen Rundfunksystem. Der § 2a Allgemeine Programmgrundsätze beginnt so, 1, die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ARD, zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten in dem Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland vom 12. September 1990, 2+4 Vertrag, heißt es, das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen, im 2+4 Vertrag heißt es weiter. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung des vereinten Deutschland hinterlegt und die Urschrift dieses Vertrags wird bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt. Demnach gibt es 2 Regierungen, eine für das vereinte Deutschland und eine für die Bundesrepublik Deutschland. Erstens, wer ist Ihr Vertragspartner, die Regierung von Deutschland, § 1 AStG, oder die Regierung der Bundesrepublik Deutschland? § 2 AStG. Sollte die Regierung von Deutschland Ihr Vertragspartner sein, so bitte ich um die Zusendung einer gültigen Verfassung, nach der diese Regierung vom Volk gewählt wurde. In ihrer Berichterstattung ist häufig von Verfassung, Verfassungsgericht, Verfassungsschutz, verfassungsfeindliche Partei und so weiter die Rede. Carlo Schmidt, der Sprecher des Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz ausarbeitete, erklärte in einer bemerkenswerten Rede, wir haben unter Bestätigung der alliierten Vorbehalte das Grundgesetz zur Organisation der heute freigegebenen Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu beschließen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Die damaligen Ministerpräsidenten weigern sich, dem Volk das Grundgesetz vorzulegen, damit es zu einer Verfassung würde. In ihrem Schreiben an die Militärgouverneure vom 10.07.1948 steht, Zitat, ein Volksentscheid würde dem Grundgesetz ein Gewicht verleihen, das nur einer endgültigen Verfassung zukommen sollte. Eine Verfassung kann erst dann geschaffen werden, wenn das gesamte deutsche Volk in freier Selbstbestimmung darüber entscheiden kann. Zusammengefasst, 1949 wurde weder der Staat Bundesrepublik Deutschland gegründet noch eine Verfassung geschaffen. Es wurde ein Staatsfragment gebildet, das erst dann zu dem Staat Deutschland werden sollte, wenn das gesamte deutsche Volk in freier Selbstbestimmung darüber entscheiden konnte. Im ursprünglichen Artikel 146 des Grundgesetzes stand,
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Diesem Wortlaut nach sind Grundgesetz und Verfassung verschiedene Regelwerke. Die Verfassung tritt erst dann in Kraft, wenn das Grundgesetz erlischt. Da das Grundgesetz noch heute Gültigkeit hat, kann keine Verfassung in Kraft getreten sein. Zweitens, bitte erklären Sie der Öffentlichkeit, welche, vom Volk beschlossene, Verfassung derzeit Gültigkeit hat und für welchen Staat sie gilt. 1990 wurden die beiden Staaten Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik bei den Vereinten Nationen abgemeldet. Germany, Deutschland, wurde angemeldet und steht seither in der Mitgliederliste der UN. In ihrer Berichterstattung werden immer wieder der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, die Bundesminister und die Abgeordneten der Bundesrepublik Deutschland gezeigt, die angeblich das ganze Volk vertreten. Die Bundesrepublik Deutschland ist jedoch, laut Einigungsvertrag von 1990, neben der DDR und Berlin, nur ein Teil des vereinten Deutschland. Drittens, warum präsentieren Sie der Öffentlichkeit noch immer Regierungsmitglieder, Abgeordnete und Parteien der Bundesrepublik Deutschland, obwohl diese seit über 20 Jahren erloschen ist? Im § 42 des Rundfunkstaatsvertrages steht unter Sendezeit für Dritte, zwei Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum Deutschen Bundestag angemessene Sendezeit einzuräumen. Ferner haben Parteien und sonstige politische Vereinigungen während ihrer Beteiligung an den Wahlen der Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland Anspruch auf angemessene Sendezeit. Demnach unterstützen sie direkt die Parteien bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag und die Abgeordneten der Bundesrepublik Deutschland. Nach Artikel 38, 1, des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland müssen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in unmittelbarer Wahl gewählt werden. Sie dürfen keine Parteienvertreter sein, sondern Vertreter des ganzen Volkes, und dürfen an Aufträge und Weisungen nicht gebunden sein. Im Strafgesetzbuch steht unter § 92, 2, es sei das Recht des Volkes, die Volksvertretung in unmittelbaren Wahlen zu wählen. Das Wort unmittelbar bedeutet, ohne Vermittlung durch eine Partei. Demnach ist die praktizierte Listenwahl grundgesetzwidrig. Die Abgeordneten sind keine Volksvertreter, sondern Parteienvertreter. Damit waren alle Bundestagswahlen in den vergangenen 60 Jahren grundgesetzwidrig. Viertens, warum unterstützen Sie seit über 60 Jahren grundgesetzwidrige Wahlen? Fünftens, warum präsentieren Sie der Öffentlichkeit fortgesetzt Abgeordnete, die ihr Mandat grundgesetzwidrig erhalten haben und sich wegen Wahlfälschung und Amtsmissbrauch vor Gericht verantworten müssten? Im Strafgesetzbuch 2 der Bundesrepublik Deutschland steht, im Sinne des Strafgesetzbuches beeinträchtigt den Bestand der Bundesrepublik Deutschland, wer ihre staatliche Einheit beseitigt. § 92, 1 Strafgesetzbuch. Die Strafe für die Beseitigung steht im § 100 Strafgesetzbuch. In besonders schweren Fällen ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch die Tat eine schwere Gefahr für den Bestand der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt. Wie inzwischen auf jeder Briefmarke nachzulesen ist, heißt das Land, in dem wir leben, Deutschland. Die BRD war, wie bereits aufgezeigt, nur ein Teil Deutschlands und ist im Jahre 1990 aufgelöst worden. Der Artikel 21, 2, des Grundgesetzes besagt, Parteien, die den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährden, sind verfassungswidrig. Sechstens, wieso präsentieren Sie der Bevölkerung seit 20 Jahren Parteien, die die Bundesrepublik Deutschland aufgelöst haben und somit verfassungswidrig sind? Siebtens, wieso lassen Sie fast täglich Politiker zu Wort kommen, die, nach den Gesetzen, die Sie angeblich wahren und verteidigen, lebenslänglich mindestens jedoch nicht unter 5 Jahre im Gefängnis sitzen müssten? Der § 10 des Rundfunkstaatsvertrages lautet, Berichterstattung, Informationssendungen, Meinungsumfragen, 1.
Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Ich fasse zusammen: Die Bundesrepublik Deutschland, mit der Sie angeblich 2001 den Rundfunkstaatsvertrag abgeschlossen haben, existiert schon seit 1990 nicht mehr. Gleichwohl gilt angeblich noch das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Dabei ist die Ex-BRD, neben der Ex-DDR und neben Berlin, nur ein Teil des vereinten Deutschland, wie das Land im Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland vom 12. September 1990 heißt. Nach § 1 des Rundfunkstaatsvertrages veranstalten und verbreiten sie Rundfunk in Deutschland und nicht nur in der Bundesrepublik. Deutschland ist kein Staat und die BRD existiert nicht mehr. Seit ihrer Gründung multiplizieren die Rundfunk- und Fernsehanstalten die verlogenen Sprechblasen der politischen Führungsschicht und hofieren sie. Sie schließen mit ihnen einen Rundfunk-Staatsvertrag ab, obwohl es keinen Staat gibt. Sie präsentieren uns Volksvertreter ohne Volk, grundgesetzwidrige Wahlen, grundgesetzwidrige Parteien, Verfassungsrichter und Verfassungsschützer ohne Verfassung, einen Rechtsstaat ohne Gewaltenteilung und eine Demokratie, bei der das Volk nie über eine Verfassung abstimmen durfte und faktisch keine Möglichkeit hat, die Volksvertreter und die Regierung zu bestimmen. Offensichtlich sind sie weder unabhängig noch sachlich. Die Nachrichten, die sie über die Staatsorgane verbreiten, beruhen weder auf der Wahrheit noch ist ihre Herkunft überprüft. Bis zur schlüssigen Beantwortung der obigen Fragen werde ich mir erlauben, keine Gebühren mehr zu bezahlen. Und wie reagieren die Bürger in diesem Land? Es zeigt doch eindrucksvoll die ganze Verkommenheit unserer politischen Kaste. Niemand in diesem Land kann nun mehr sagen, es nicht gemerkt zu haben, was hier gerade passiert. Für mich beginnt nun eine politisch-soziologische Studie. Ich werde beobachten, wie sich ein Volk verhält, dem Schritt für Schritt seine Freiheiten genommen werden, in einem Staat, der sich in einer Übergangssituation von einer Demokratie zu einer waschechten Feudaldiktatur befindet. Die Frage lautet für mich: Hat dieses Volk die Kraft und den Willen, die Demokratie zurückzugewinnen, oder liebt es zu sehr die Gemütlichkeit und die vielfältigen Ablenkungen, die dieses System zur Verfügung stellt? Trottelfußball, Wetten das, DSDS und Musikantenstadel. Ich bin jedenfalls gespannt.